So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot Wedlock Challenge. Beim letzten Part habe ich euch ein paar gruselige Geschichten erzählt. Stories über sein Radikal, Stories über Lavandia. Und wir sind immer noch in Lavandia und ich weiß, es tut mir leid, Leute. Aber ich weiß, ihr wollt, dass wir schnellstmöglich hier abhauen. Ich werde auch euch den Gefallen tun und möglichst bald hier gehen. Aber wie gesagt, ist es Feuerrot Lavandia? Das ist nicht ansatzweise so schlimm wie die aus den anderen Editionen, also alles easy, Jungs und Mädels. Wir gehen jetzt erstmal verkaufen und hört euch doch diese tolle, beruhigende Melodie an. Wer kann denn da Angst haben? Wir sind hier in einem tollen Laden und so. Perlen, weg damit. Beleber, weg damit. Jutsch, X-Angriff, tschüss. Oh Gott, wir haben so viel Geld. Sternstaub, weg damit. Und wir haben schon Hypertränke, krass. X-Abwehr, weg damit. Und drei Sonderbonbons, auch nicht schlecht. Wir heilen unsere Pokémon. Wir holen uns vor allen Dingen jetzt erstmal wieder ein paar Tränke. So, haben wir 30. Das ist auf jeden Fall wunderbar. Wir holen uns ein paar Bälle. So, dann haben wir 30 Superbälle. Das sollte dick ausreichen. Und Superschütze holen wir uns auch mal 10. So, wird uns hier netterweise angezeigt, wie viele wir davon haben. Ja, 5. Das ist nett. Holen wir uns davon auch nochmal welche. Ich glaube zwar, wie gesagt, nicht, dass wir die jemals benutzen werden. Die Eisheiler. Aber man kann ja nie wissen. Gut, da haben wir eben mehr als genug von. Da holen wir noch 2. So. Und jetzt tut mir leid jetzt, aber ich muss jetzt mal den Symmetrie-Freak raushängen lassen. Ich muss jetzt leider einen Aufwerker verkaufen. Und einen Paraheiler. Es tut mir leid. Es ist manchmal echt schlimm bei mir. Manchmal trägt mich das auf, wenn da egal. Naja, wir haben nur da gesehen, Schutz und dann holen wir noch den Schutz nach oben, können wir auch hier brauchen. Den Hypertrank, der kommt mal schön unter den Supertrank. Alles schön, damit es seine Ordnung hat. Ether, ja, können wir auch gebrauchen. Kommt mal da oben unter den Hypertrank. Die Feuerheiler waren da recht weit unten, wie ich gerade gesehen habe. Das muss hier nun auch nicht sein. Das Top-Attack kommt nach oben. Und das Elixier kommt nach oben. Gut. Sehr, sehr gut. Und ich denke mal, den Rest können wir so lassen. Fluchtseil, Mondstein, Schutzband. Ja. So, in der Reihenfolge, wie wir die Items höchstwahrscheinlich benötigen werden. Das Schütze für wilde Pokémon. Okay, alles klar. Dankeschön für den Einkauf in Lavandia. Lavandia. Tut mir leid. Einmal musste es einfach noch sein. Hi, na? Hallo, ich bin offiziell der Namenbewerter. Soll ich den Spitznamen der Pokémon bewerten? Nein, die sind super. Und hört euch mal die Melodie an. Das ist auch in Lavandia. Seht ihr, das ist alles entschärft worden. Easy. Und was haben wir hier? Natürlich gehe ich jetzt aber noch mal extra in jedes Haus rein, ne? Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Die arme Mutter des Dragosso. Sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Was? Kiauau. Was haben sie denn gemacht mit der Mutter? Ja, dazu auch später mehr, Leute. Da gibt es natürlich auch, noch mehr, was dahinter steckt. Gehen wir jetzt erst echt diese Route hier lang? Ich glaube tatsächlich, das tun wir. Haben wir oben nicht sogar noch irgendeinen Prof, der uns... Ja, wenn wir dann den richtigen Weg gehen würden, was wir offensichtlich nicht tun. Hallo, meine Pokémon wurden Pokémon zu der letzten Ruhe gebeten. Ich gebe dir diese TM, ich benötige sie nicht länger. Oh. TM ist Rückkehr. Behandelst du deine Pokémon gut, geben sie Liebe zurück, indem sie sich im Kampf besonders anstrengen. Rückkehr, eine Attacke, die durch Liebe stärker wird. Und ich meine, unser ganzes Team basiert doch auf Liebe. Und übrigens, so viel mal zum Thema, weil manche haben mich ja ernsthaft in Pokémon Saphir blöd angemacht. So von wegen, nein, Pokémon sterben nicht. Die können nicht sterben. Deswegen gibt es auch fast in jeder Edition irgendwie einen Friedhof, ne? Mhm, ist klar. Bringe ich das jemandem bei? Wenn, dann Cosma, weil Step. Mal gucken, ob es irgendwie sich lohnt. Ja, nee. Erstmal nicht. Später vielleicht. Ein andermal, eventuell, wenn unsere Pokémon uns noch mehr lieben. Wenn sie uns so sehr lieben, wie sie ihren Partner lieben. Das wäre doch wunderschön, oder? Route 12, hi Angler, na? Cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Ich glaube, du redest von mir. Wen habe ich eigentlich vorne? Hab ich gerade gar nicht im... Oh Gott. Goldini, 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 Goldini. Hi Goldini, na? Karate-Schlag aufs Horn. Jung, aua, da habe ich mir selbst in die Hand gestochen. Ihr dürft übrigens auch direkt mal entscheiden, wie wir das mit der Safari-Zone machen.
Die meisten spielen die Nuzlocke mit Safari-Zone so, dass jedes Gebiet in der Safari-Zone ein Gebiet ist. Sollen wir das auch machen? Oder sollen wir machen, dass die Safari-Zone ein großes Gebiet für sich selbst ist? Ihr dürft entscheiden. Wie gesagt, mir ist beides recht. Ich habe es damals in der Saphir gemacht, dass die Safari-Zone nur ein Gebiet ist. Das fanden viele Leute blöd. Golini. Im Stream habe ich so gemacht, dass jedes Gebiet als ein Fanggebiet gilt. Das fanden dann auch einige Leute blöd. Es fand quasi immer die Hälfte gut und die andere Hälfte nicht so gut. Insofern bin ich mal gespannt, was der jetzt sagt. Oh, 4 Angriff dazu. Schön. Schön, Anne. Mist, bloß ein kleiner Fisch. Ja, deine ganzen Goldinis. Wie gesagt, sagt mir einfach, wie wir das machen sollen. Dann werden wir das mal überprüfen. Wir lassen mal Marie hier catchen. Gegen die ganzen Typen. Nur mit der Ruhe als Angler muss man geduldig sein. Da hast du vollkommen recht. Denn wenn man nicht geduldig ist als Angler, dann gehen dann die ganzen Fische durch die Lappen. Ich habe einmal geangelt in meinem Leben und das war das Langweiligste, was ich je gemacht habe. Naja, aber es gibt ja Leute, die Spaß daran haben. Ich weiß ja nicht. Soll jeder für sich selbst entscheiden. Wie immer natürlich. Ist ja jeder seines eigenes Glückes Schmied. Und die Kugelsaat geht voll auf den Mund. Ey, das tut doch weh. Aber zieht nicht gerade viel ab, denn die Spezialverteidigung von Tentara ist Avism. Ja, I love Tentara. Na, wobei, Tentara geht so, aber Tentoxa. Aber das ist ja kein Geheimnis, das wisst ihr ja. Spätestens seit meinem Video neulich am Samstag. Marie ist relativ unbeeindruckt von der Verwirrung. Das gefällt mir persönlich sogar fantastisch. Denn dadurch boxt sie das Tentara einfach weiter nieder. Auch wenn es sehr, sehr langsam geht. Oh, 5-mal sogar. Schön. Marie, ich bin stolz, dein Trainer zu sein. Ach übrigens, wenn Eiler geschrieben hat, dass Giflor keine Attacken mehr lernt, das ist, wie ich bereits gesagt habe, nicht wahr. Giflor lernt ebenfalls Blättertanz. Auch wenn es sich schon zu Giflor entwickelt hat. Auf 44, genau wie Duflor. Ich werde es noch bis 35 trainieren und dann werde ich es zu Giflor machen. Wie gesagt, ich möchte nicht mehr bis Bluebella warten, weil wenn Marie wirklich so lange durchhält, also bis zur Pokémon-Liga, dann möchte ich nicht mit einem Duflor die Pokémon-Liga machen. Außerdem mag ich Giflor ebenso wie Bluebella. Finde ich beide sehr toll. Die Hornattacke, die tut weh. Und die Verwirrung ebenfalls, weil Marie war dann gerade doch relativ geschädigt davon. Ja, es ist schön, dass Kugelsaat in der neuen Generation stärker ist. Das würde uns hier jetzt auch einiges bringen. Dim, dim, dim. Aber Mann, das tut doch weh, das tut doch weh. Kugelsaat. Und gleich wieder ein Level. Boah, gleich sind wir alle Level 30. Ja, Wahnsinn. Also, wie gesagt, nochmal Entschuldigung. Ihr wisst, normalerweise overlevel ich mich nicht so. Ich habe einfach meine Gegner überschätzt. Nehmt mir das bitte nicht übel. Ich werde natürlich jetzt nicht mehr trainieren, bis wir irgendwie wir sind natürlich auf einmal total irgendwie 10 Level unterm Level oder 3 Level reicht mir auch schon runter. Aber, ne? Wie gesagt. Wie, Cosma? Darf ich mal ein paar Fische reißen? Hallo, na? Der Angelkönig gegen das Pokémon-Kind. Hey, wie wär's denn mit der Pokémon-König gegen das Angelkind? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, doch, natürlich, wenn du das Kind bist und du das Goldini einsetzt. Goldini. Ja, ja, Mann, ey, was haben die alle mit ihren Goldini? Los, reiß dir das Fischlein. Cosma hat Hunger. Oh, ein Superschall, der daneben geht. Das ist ja, dass ich das noch erleben darf. Es ist eine Seltenheit und man freut sich, wenn es passiert. Und ein Ruckzucki zum Grand Finale. Auf Wiedersehen. Reicht leider nicht für ein Level-Up wahrscheinlich. Aber wobei, doch. Ich habe gerade gesehen, es war Level 27. Schön. Oh, wir gehen auf die 30 zu mit allen Leuten. Mann, geil. Dam-da-dam. Gut, und ja, toll. Manfred und Lightflame. Nee, lass mal lieber. Das kann ich dann Cosma machen. Die können auf der anderen Route dann trainiert werden. Hi, na? Eigentlich würde ich lieber arbeiten. Ja, warum machst du es dann nicht? Dann wird doch Profi-Angler. Apropos Profi-Angler, es war gerade ein kleiner Wink mit dem Zaunfall von mir. Denn wir werden uns gleich selbige holen. Und dann werden wir erstmal angeln gehen. Dann können wir auch irgendwann nochmal zurück nach Oronia. Nach Oro... Oron... Oh, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Orania City. Dankeschön. Was habe ich mit der Stadt auf einmal? Das war noch nie ein Problem. Oh Gott, Mushas, Hochverteidigung. Schnell weg damit. Mushas wäre allerdings auch nicht verkehrt, wenn wir eins fangen würden. Das wäre schön. I like Mushas.
Flügelschlag! Verdammt! Schon wieder? Ein Superschall, der daneben geht? Vom Gegner? Vom CPU-Gegner? Leute, das ist... Was für ein denkwürdiger Part das ist. Ich glaube, wenn ich mit dem Part jetzt irgendwie mich bewerben würde fürs Guinness Buch der Rekorde, würde ich instant reinkommen als häufigste CPU-Nicht-Treffer von Superschall. Wahnsinn, zweimal in einer Folge. Ich bin schon ein bisschen stolz darauf. Auch wenn ich eigentlich nichts dafür kann, ist ja nur zuvor. Oh, Sepa! Sepa ist so toll! Hi, Sepa, na? Tschüss, nein, nicht tschüss, aber... Ach, Sepa ist so süß. Sepa! Und dann ruckzucki wird den Kampf beenden. Cosma erhält jetzt irgendwie Erfahrungspunkte. Schön. Spieler besiegt Alois. Das war wahrlich kein Zuckerschlecken. Ja, das hast du vollkommen richtig erkannt, mein Freund. Hi, ihr zwei. Seid das ein Pärchen? Kämpft ihr zusammen? Gibt es hier überhaupt sowas wie Doppelkämpfe? Weiß ich halt gar nicht, ob die in Fire Rot und Blatt Grün überhaupt eingebaut haben. Falls ich gewinne, mache ich sie rein. Heiratsantrag. Oh, tut mir leid, dass ich eure Hochzeit zerstören muss. Wie traurig. Bum, 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 bum. Oh, tatsächlich, ja. Gut, dass ich noch getauscht habe. Cosmo und Light Flame. Endlich können wir mal als Pairing wirklich kämpfen. Das ist doch was. Ja, und dann gegen zwei, die absolut keine Schnitte haben. Aber wenn ich das so sehe, Nidoran männlich und Nidoran weiblich, dann muss ich daran denken, hoffentlich nicht der Gift-Don, dankeschön. Dann muss ich daran denken, hoffentlich der Gift-Stachel-Effekt. Doppelkick, ja, meinetwegen. So, jetzt aber, da muss ich an die Folge damals denken aus der ersten Staffel mit dem kleinen Jungen und dem kleinen Mädchen, die beide ihre Nidorans hatten. Ich mochte die Folge, das war eine schöne Folge. Alle, generell waren so ziemlich alle Folgen aus der ersten Staffel schön, wie ich finde. Oder sagen wir fast alle. Mir fällt zwar gerade spontan keine ein, die mir nicht gefallen hat, aber gab es bestimmt welche. Nimm. Junges Glück, Sira und Dennis. Oh Mist, warum konntest du mich nicht gewinnen lassen? Ja, tut mir leid. Wie gesagt, ich wollte deiner Hochzeit nicht im Wege stehen. Oh Sira, meine Liebste, verzeih mir. Dennis, du Dummerchen, du hast es vermasselt. Ja, ich glaube, ich habe gerade wirklich eine Beziehung zerstört. Und Relaxo versperrt uns den Weg. Das ist unsere gerechte Strafe und ich krieg doch noch keine weitere Angel. Ich habe mich vertan. Muss ich wohl von unten kommen. Na gut, dann halt ein andern Mal. Dann noch keine neuen Wasser-Pokémon für uns. Ist jetzt nicht so dramatisch. Auf jeden Fall gehen wir dann jetzt weiter nach links Richtung Prismania. Seht ihr, aber erstmal sind wir wieder in... Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin ganz kurz recht schnell gelaufen, als ich Lavandia betreten habe. Gott, die Stadt ist verflucht. Ich konnte noch nicht mal Lavandia sagen, bevor wir die Stadt betreten haben. Das wollte ich doch eigentlich machen, um eine epische Einleitung erzeugen. Ich hab's verschissen. Danke an deine Pokémon, die da topfit. Ich hab Hunger. Wie komme ich jetzt darauf? Ich hab keine Ahnung. Random Fact of the Day. Gut, wir verlassen Lavandia Richtung Route 8. Und lassen jetzt mal Lightflame und Manfred hier kämpfen. Damit wir auch möglichst vom Level gleich auf sind mit dem Team. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Pummeluff vielleicht? Also ich weiß nicht, ich hatte Pummeluff Fell. Für mich war es immer nackt, aber manche... Oh, Pipi, bleh. Pipi übrigens eins der wenigen Pokémon. Also ich akzeptiere Pipi, aber ich bin jetzt nicht so der Pipi-Fan. Und ich hätte physisch angreifen sollen. Pipi hat nämlich eine recht gute Spezialverteidigung. Aber jetzt pennt Light Flame und jetzt haben wir eh verschissen. Spotlight, ja, dann mach mal dein Rampenlicht. Haha, das war es übrigens, was ich gesucht habe. Danke an euch, die es mir verraten haben. Ja, ja, komm. Zieh Aufmerksamkeit auf dich. Ich wach eh wieder auf. Light Flame hat keine Lust zu schlafen. Na gut, hätte ich dennoch genug Angriff gemacht. Egal, dann jetzt halt Glut zum Finishen und ein weiteres Level Up für Light Flame. Ding, bam, Level 30. Schön. Und was kommt jetzt noch? Noch ein Pipi. Wie ich gesagt habe, Pummeluff, meiner Meinung nach, much better than Pipi. Duplexieb. Aua, aua. Ein Volltreffer. Au, es tut doch weh. Achso, nur zweimal, okay. Easy peasy. Blut reicht. Hoffe ich. Ja, also mit einem Crit auf jeden Fall. Spieler besiegt Gerda. Hör auf, sei nicht so gemein zu Pipi. Ich bin nicht gemein zu Pipi, ich bin nur gemein zu dir. Aber wieso denn? Wir mögen dich einfach nicht. Ach so, okay. Manfred, besieg den Opa. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler.
Ja, das ist schön für dich. Und wen hat das jetzt interessiert? Ich weiß nicht. Uns jedenfalls nicht. Auf jeden Fall wird da gerade Rick in den Kampf geschickt. Rick setzt sich selbst ein. Aber ihr seht, langsam, aber sicher kommen unsere Gegner-Pokémon wieder an unserem Level-Niveau dran. Das ist super. Manfred. Besiege Vulpix. Oh, Vulpix. Leider können wir keinen Vulpix fangen in dieser Edition. Das ist ein Blattgrün-spezifisches Pokémon. Wir kriegen dafür Fukano, ist auch ganz nett, aber Vulnona wäre besser gewesen. Aber ich hatte ja schon Vulnona. Und generell, wie gesagt, ich möchte nicht, dass jemand in unserem Team stirbt. Aber es wäre trotzdem schön, es auf der Box wissen zu haben. Den Jackpot habe ich noch nicht geknackt. Das wird so schnell auch nicht passieren, wenn du so spielst, wie du kämpfst, mein Freund. Gut, wir setzen auf jeden Fall jetzt den krassesten Zerschneider ever ein, und zwar an dieser Stelle. Und ich werde ein Pokémon nach vorne setzen, was auf jeden Fall wenigstens mit einer Statusveränderung dienen kann. Ryan nämlich. Und hier liegen noch Beeren überall. Prunusbeeren, gut, was ist das Pokémon, was wir hier treffen? Gib mir Wildis Pokémon. Und Fukano! Sehr schön! Bim, bam, bam, bam. Oh Gott. Bedroher singt den Angriff. Und Stachelspore! Dim, 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 dim. La, ba, da, bam. Mit dem Super. Mit dem Super. Tu das nicht, Fräulein. Das hast du damals schon bei meiner Randomizer Saphir Nuzlocke gemacht. Smaragd Nuzlocke, das habe ich auch nicht so toll gefunden. Bam, bing, 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 bing. Und? Du bleibst nicht drin. Bleib bitte drin. Oh Mann, bitte Fukano. Ich will Fukano. Ich will Fukano. Habe ich schon gesagt, dass ich Fukano will? Bleib drin. Bleib drin. Yay! Toll, Fukano wurde gefangen. Für Fukano wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es ist sehr freundlich und beliebt. Bleibt den Menschen treu. Durch Bellen und Beißen versucht es, Gegner zu verscheuchen. Mit anderen Worten, eigentlich ein ganz normaler Hund. Möchtest du Fukano und Spitzern geben? Ja, auf jeden Fall. Wir nennen es einfach, weil Feuer und so. Garrett. Du auf keinen Fall an Golden Sun angelehnt, mal wieder. Aber ich mag den Namen Garrett generell. Beziehungsweise, ich glaube, im Holländischen. Ich glaube, Garrett ist ja ein holländischer Name, meine ich. Oder also Garrett eigentlich. Und, irgendwo, ich meine, es war Holland. Sicher bin ich gerade nicht. Da wird der Name Rachet ausgesprochen. Das ist, klingt immer so. Ja, Gesundheit. Aber, Nun ja, ich spreche lieber Garrett aus. Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Ja, Mensch, danke, ey. Ohne dich wäre ich niemals dahinter gekommen. Hinter dieses Geheimnis. Du setzt auf jeden Fall Slimer ein. Das stinkt mir. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil Slimer mieft ganz schön. Also vor allem Slimer. Oh Gott, 6. Wenn gleich noch eine 6 kommt, dann wisst ihr, was das bedeutet, Leute. Dann will Manfred uns schon wieder irgendwelche Botschaften hier hinterlassen. Das geht doch nicht. Irgendwann hetzen mir, kommen wirklich die Illuminaten und versuchen meine Videos zu analysieren. Und dann bin ich ganz schnell in Galileo Mystery und, Prosi 4. Ja, Manfred, überanstreng dich bitte nicht. Slimog, auch ein sehr geiles Pokémon übrigens. Intensität! 6 schon wieder. Und ich bin jetzt wirklich nicht scharf drauf, dass der Ayman Abdallah meine Videos hier analysiert. Was er nachher kauft, er sich die Rechte noch von meinen Let's Plays auf und dann war's das. Mann, das kann doch. Nee, das geht nicht. Nee, da so weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Slimer auf jeden Fall jetzt hier direkt mal wieder Intensitäten. Mit einer. Ach. Brr, was ist los, Manfred? Gib dir Marie nicht mehr genug Aufmerksamkeit. Du musst die Frau doch beeindrucken. Und das kannst du mit der Intensität 4 nicht so ganz. Dim, düdüm. Jetzt zeig mal, was du kannst, Manfred. 8. Geht doch. Naja. Okay, heute ist nicht sein Tag. Didi, Manfred hat doch keinen Bock. Dafür kauft er sich einen Stock. Oh, Intensität 9 dafür. Das ist doch mal was, was man gerne sieht. Slimer wurde total besiegt. Und Manfred erhält Erfahrungspunkte. Garrett, ich habe verloren. Das ist nicht logisch. Hier ist tatsächlich Garrett. Eine andere Schreibweise von Garrett. Meinetwegen.
Gut, da oben haben wir wieder ein Doppelpärchen. Ich glaube, diesen Kampf werde ich auch noch mitnehmen. Und zwar mit den Pärchen Manfred und Marie. Stürzt euch auf die Gegner! Jo, wir überrumpeln dich mit unserer Zwillingskraft. Achso, das ist ihr Name, Joe. Oh, da muss ich auf an Leon Supernatural denken. Hey, Zwillinge, Nora und Joe. Pummeluff und Pipi. Ja, da haben wir einmal das Tolle und das Nicht-so-Tolle. Also, wir sehen... Nee, Intensität nicht. Ist jedenfalls meine Meinung. Also, ich weiß ja nicht. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der das so sieht. Aber ich finde, Pummeluff ist sehr viel toller als Pipi. Durchbruch! Bam! Deswegen muss Pipi jetzt auch zuerst dran glauben. Gott, da hat der mal Manfred durchbrochen. Weißt du, jetzt hat er direkt wieder One-Hit-KOs. So wollen wir das doch sehen. Und dann kann Marie den anderen noch anspucken. Wow, es reicht sogar aus. Na gut, war ein Crit, aber dennoch. Sehr gut gemacht, Marie. Sehr gut. Jo, unsere Zwillingskraft. Red gewinnt Geld. Fantastisch. Und hier sind ganz viele Trainer jetzt. Und diesen Trainerschwall werden wir beim nächsten Mal machen, Leute. Ich würde aber sagen, das war Pokémon Feuerrot Wedlock Challenge für heute. Im nächsten Part geht es weiter Richtung Prismania City. Ciao.